Wir haben zwei Eingänge. Zur Kanalisation und zur Kanalisation. Da wir da reinkommen und da ist der nächstgegende, würde ich eher dazu tendieren, den zu nehmen. Komm, steh auf. Wie man bei mir vermuten könnte, würde ich jetzt normalerweise zurückgehen und ja, mich heilen lassen, aber nö. Mission ist irgendwie abwesend. Vielleicht solltest du mit ihr reden, mit Mission sprechen. Hey, was kann ich für dich tun? Blas mir ein. Oh Gott, nein, ich in einem Let's Play. Ich möchte mehr über dich erfahren, Mission. Wirklich? Über mich? Bis jetzt hat sich noch nie jemand für mich interessiert. Was willst du denn wissen? Wie bist du mit Zalbar zusammengekommen? Ixette ist meine Familie. Meine Eltern, naja, ich schätze, sie sind tot. Ich war ganz allein, bis ich Zalbar in der Unterstadt getroffen habe. Ich wusste gleich, dass er in Schwierigkeiten steckte. Das war noch vor den Bandenkriegen, aber die Vulka gab es damals schon. Ein paar der Mistkerle haben Big Z provoziert. Aber er wollte keinen Ärger. Wer würde auf die dumme Idee kommen, sich mit einem Wookie anzulegen? Hey, niemand hat behauptet, dass die Vulka schlau sind. Aber sie waren zu dritt. Vermutlich dachten sie, das reicht. Keine Ahnung. Ich mochte die Vulka jedenfalls noch nie. Und als ich sah, wie sie diesen armen Wookie rumschubsen, bin ich ausgerastet. Ich habe die Bastarde angebrüllt und mich auf sie gestürzt. Einer der Kerle hat mir noch eine verpasst, dass ich fast das Bewusstsein verloren hätte. Du hast Glück gehabt, dass er dich nicht mit einem Blaster mit den Haufen geschossen hat. Hey, spar dir deine Sprüche. Du bist nicht meine Mutter. Ich wusste schon, was ich tue. Ich hatte keine Angst vor den Vulka. Das sind Feiglinge. Ich hätte die Mistkerle fertig gemacht. Leider kam ich nicht mehr dazu. Plötzlich hat sich Zalbar eingemischt. Er hat einen der Kerle mit einem lauten Schrei am Hals gepackt und einfach hochgehoben. Darth Vader-Style. Was haben die anderen beiden Vulka gemacht? Tja, da sind die beiden anderen abgehauen. Ich kann's ihnen nicht verdenken. Ein wütender Wookie ist ziemlich furchterregend. Ich dachte, gleich reißt Zalbar dem Mistkerl den Kopf ab. Der Vulka hatte solche Angst, dass er ohnmächtig wurde. Na, vielleicht lag das aber auch an Big Zets Mundgeruch. Ich habe Zalbar schon 1000 Mal gesagt, er soll sich die Zähne putzen. Aber er hört nicht auf mich. Halt dir einfach die Nase zu, wenn er mit dir redet. Ich wusste, dass die Vulka wiederkommen würden. Also habe ich mir Zalbar geschnappt und wir sind abgehauen. Seitdem sind wir ein Team. Wir passen aufeinander auf, verstehst du? Eher auf dich. Wie kam Zalbar nach Taris? Er hatte auf Kashyyyk irgendwelchen Ärger. Mehr weiß ich auch nicht. Big Z redet nicht gerne darüber. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, er gehört zur schweigsamen Sorte. Es ist mir aber auch egal. Ich akzeptiere ihn, wie er ist, nicht wie er war. Zalbar und ich leben gerne in der Gegenwart. Wie hast du überlebt, bevor du auf Zalbar getroffen bist? Das interessiert mich tatsächlich. Was soll das denn heißen? Meinst du, ich kann nicht alleine auf mich aufpassen? Ich bin clever. Ich kann mich alleine durchschlagen. Eigentlich passe ich sogar mehr auf Zalbar auf, als er auf mich. Alles klar? Big Z ist einfach zu gutmütig, um in der Unterstadt alleine zu überleben. Wie kam Zalbar nach Taris? Er hatte auf Kashyyyk. Es ist mir aber auch egal. Ja, okay. Was soll das denn heißen? Eigentlich passe ich... Ja, hatten wir schon. Ja, ich schätze, du... Ich wusste nicht, dass du einen Bruder hast. Das ist ein etwas heikles Thema, okay? Ich habe im Moment keine Lust, über ihn zu reden. Ist nichts Persönliches. Reden wir einfach über wichtigere Dinge, okay? Leute, nehmt's mir nicht übel, aber boah, es reicht. Es reicht. Let's play. Let's play. So, Leute. War schön, mit euch zu spielen. In einer Zeit 3956 vor Episode 4. Episode 1, Entschuldigung. Hat Spaß gemacht, alkoholisiert zu spielen. Wird so oft nicht mehr passieren, außer ihr wünscht es unbedingt. Und da ist ein riesiger Andrang von 10 Leuten. Ich feiere euch 10 echt. Alle, die mir zuschauen.
Alle 10. 10 Abonnenten. Das war so ein kleines Special. Ist mehr oder minder zu einem geworden. Habe ich mir spontan so. Ne? Und dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß mit den Videos. Und ja. Lasst euch nicht runterziehen von meinen zwischenzeitlichen Tiefs. Mission, Bombencharakter. Chaos, Bombencharakter. Ja? Klar. Und Lenio kennt ihr ja schon. Ne? Dementsprechend speichere ich noch ein drittes Mal ab, weil das kann nicht schaden. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich weiterspiele. Mal gucken, wann ich das mache. Ich weiß es noch nicht. Es ist jede Menge Videomaterial, Rendern, den ganzen Kack, der dazugehört. Und natürlich muss ich seine Verletzung heilen, weil guckt euch das an. Oh, wer ist so verletzt? Und ich bin müde. Es ist 3 Uhr und ich muss ins Bett. Gut. Bis die Tage. Mein Name ist Lenio. Wir sehen uns. Na, bis dahin.